Automarken im Wandel der Zeit. Wer hätte gedacht, dass es mal einen kleinen Jeep ohne Allradantrieb gibt, der darüber hinaus auch noch elektrisch ist? Denn genau das ist der neue Avenger. Wie viel markentypische Gene im neuen Modell stecken und was das sonst noch so kann, das erfahrt ihr jetzt hier bei 4 Räder. Viel Spaß! 7-Slot-Kühlergrill, einigermaßen eckige Karosserie, üppige Radlaufverkleidungen. Optisch macht der neue Jeep Avenger auf Mini-Macho, denn typische Jeep-Stilelemente sind ohne Frage vorhanden. Das bislang kleinste Modell der Marke ist seit diesem Jahr auf dem europäischen Markt und wird auch nur dort angeboten. Unter dem Blech steckt eine neue Stellantis-Basis, die auch der Fiat 600 besitzt. Für Deutschland eigentlich ausschließlich vollelektrisch angedacht, wird mittlerweile auch eine Benziner-Variante angeboten, die vorher anderen europäischen Ländern vorbehalten war. Doch zurück zum Design. Neben dem weitestgehend geschlossenen Grill finden sich stets LED-Scheinwerfer. Bei uns seht ihr die optionale Voll-LED-Variante mit Projektionslinsen. Mehr dazu später. Der Stoßfänger ist üppig mit Kunststoff verkleidet, die silberne Spange bleibt als angedeuteter Unterfahrschutz den höheren Varianten vorbehalten und ist bei unserem Altitude Plus dabei. Seitlich betrachtet finden sich in den Radhäusern dank Optionspaket bei uns die 18 Zoll Alus, normalerweise hätte unsere Variante 17 Zöller, die Basis steht gar auf 16 Zoll Stahl. Die Seitenlinie ist kräftig gestaltet und der Avenger wirkt größer als er ist. Die Länge von 4,9 Meter hat fast Poloniveau. Der Radstand beträgt 2,56 Meter, die Überhänge sind sichtlich kurz gestaltet. Die hinteren Türgriffe sind im Alfa Romeo-Style versteckt, stämmig wirkt die breite C-Säule. Unser Modell ist in Lake Blue Green Metallic lackiert. Ohne Aufpreis wäre Ruby Red Uni. Optional für die Varianten Longitude Plus und Summit Plus wäre ein schwarz lackiertes Dach. Angekommen am Heck zeigen die LED-Rückleuchten eine markante X-Signatur, die unsere Variante mit dem Optionspaket und der Summit Plus stets dabei hat. Darunter sind Halogenrückleuchten Serie. Reichlich SUV-Optik gibt es am Heck mit dem unlackierten Stoßfänger, welcher Parkrempler den Schrecken nehmen soll und mit dem auch hier silber abgesetzten, angedeuteten Unterfahrschutz. Überall am Auto finden sich kleine, herzige Details. Gebaut wird das Modell im polnischen Tiffel, da wo auch schon Fiat Panda und 500 gebaut wurden. Ob die Modellbezeichnung mit der deutschen Übersetzung Recher für ein kleines SUV korrekt gewählt wurde? Ich erlaube mir kein Urteil darüber. In jedem Fall bringt der Avenger typisches Jeep-Design in eine kleine Fahrzeugklasse und eröffnet völlig neue Käuferschichten. So kann sich ein Städter jetzt ganz ohne Scham für einen Jeep interessieren. Ob das unter der Haube treuen Fans der Marke jedoch gefallen wird, bleibt abzuwarten. Der neue Jeep Avenger steht auf der ECMP2-Plattform aus dem Stellantis-Konzern, auf der wiederum auch der Fiat 600 steht, wie eben schon berichtet. Wir haben in Deutschland jetzt zwei verschiedene Motorenvarianten. Es gibt ja neuerdings, wie eben gesagt, auch den 1 Liter Dreizylinder mit 100 PS. Der ist dann immer mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe kombiniert, also ein Benzinmotor. Wir haben aber hier die Elektrovariante dabei und die hat 115 kW oder 156 PS und ist natürlich immer mit einem Eingang-Reduktionsgetriebe verbunden. Mehr braucht der E-Antrieb nicht. Wir haben beim Jeep Avenger, egal ob beim Benziner oder bei der Elektrovariante, aktuell immer Vorderradantrieb, also zwei angetriebene Räder. Laut Jeep soll aber auch noch eine Allradvariante nachkommen. Und mit welchem Antriebskonzept ist aber noch relativ offen. Wir kommen aber direkt zu unserem Fahrzeug. Wir haben hier einmal den E-Motor vorne und wie gesagt einen Vorderradantrieb, also eine recht klassische Anordnung, könnte man sagen. Auch hier drin sieht es relativ ähnlich aus wie beim Verbrenner, obwohl es ein normaler E-Antrieb natürlich ist. Dieser Motor kommt jetzt auch bald in den Opel Mokka Electric. Da geht ja der Wechsel vom Opel Mokka E, den ich euch kürzlich gezeigt habe, zum Mokka Electric. Also bekommt er auch diesen Motor hier mit dann 156 PS. Der Mokka hat ja jetzt 20 PS weniger. Wir kommen mit dieser Antriebsvariante dann in 9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und der Jeep Avenger ist mit dem E-Motor maximal 150 km/h schnell. Er hat ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter.
Der Avenger hat eine Elektrovariante, einen Akku von brutto 54 und netto 51 Kilowattstunden Kapazität. Laut WLTP soll er dann einen Verbrauch zwischen 15,9 und 15,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Mix haben. Ebenfalls laut WLTP und laut der Werksangabe hat das Auto damit eine Reichweite zwischen 400 und 550 Kilometer, letzteres dann im reinen Stadtbetrieb. Ja, meine lieben Leute, das hier ist ein Jeep. Das mag für Fans erstmal kurios sein, wir haben keinen Allradantrieb, wir haben kein echtes Offroad-Fahrzeug, sondern so ein kleiner Elektriker hier. Aber das ist wahrscheinlich eben auch der Wandel der Zeit. Das ist erstmal aber gar nicht tragisch, weil so überträgt Jeep, finde ich, den Gedanken, dieses abenteuerlustige Fahrzeug in andere Kategorien, andere Fahrzeugklassen und bietet somit auch mehr Leuten eben Zugriff auf so ein Fahrzeug. Trotzdem ist der Einsatzort des Jeep Avenger natürlich ganz klar die Stadt. Also wir haben hier ein typisches City-Fahrzeug. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen über Land unterwegs, im regnerischen Brandenburg an so einem verregneten Herbsttag. Und habe den Wagen auch gestern schon und vorgestern intensiv gefahren. Und da dachte ich erst, wo ich so eingestiegen bin, oh okay, das sind jetzt 156 PS. Zumal ich jetzt auch den Vergleich habe, weil ich kürzlich den Opel Mokka E gefahren bin mit den 136 PS. Und es fühlte sich erstmal gar nicht so an. Aber der Trick ist, ihr müsst hier auf jeden Fall in den Sportmodus schalten. Weil dann habe ich eine ganz andere Gasannahme. Das merke ich jetzt schon. Ich habe einen richtigen Tritt ins Kreuz gerade eben fast bekommen, obwohl ich das Gaspedal nicht verändert habe, die Stellung. Und habe jetzt ein deutlich flinkeres Fahrzeug. Das liegt daran, dass der Avenger nur im Sportmodus seine volle Leistung ausnutzt, eben die 115 kW. Im Normalmodus sind es nur knapp 80 kW, die er nutzt. Und da brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich da eben nicht so ein dynamisches Auto habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier im Sportmodus macht er wirklich richtig viel Spaß und ist ein sehr, sehr flinkes Elektroauto, gerade eben auch wegen der kleinen Größe. Einerseits natürlich in der Stadt, aber auch durchaus hier über Land macht er da schon eine Menge Spaß. Er macht sogar so viel Spaß, dass es bei dem regnerischen Wetter hier sein kann, dass die Vorderräder gerne mal beim Anfahren durchdrehen, weil wir einfach dann viel Drehmoment auf der Vorderachse haben. Im Eco-Modus, den wir hier auch noch dabei haben, nutzt er sogar nur 82 PS, dürfen also so 60 kW sein. Und da zeigt er mir jetzt sogar schon an, Leistung und Klimakomfort eingeschränkt. Mag ich jetzt nicht so, ich gehe jetzt aber mal in Normalmodus zurück, um jetzt einfach auch eine Vergleichbarkeit bei den Verbrauchsdaten generieren zu können. Also der macht Spaß, der kleine Jeep, er ist sehr, sehr agil unterwegs, macht für mich auch mehr Spaß als der Opel Mokka E und das mag eben auch am neuen Elektromotor liegen, der den hier schon drin hat, genau den Motor bekommt auch der Mokka E. Außerdem haben wir hier ein recht leichtes Auto, wir haben nur 1,53 Tonnen Gewicht, damit viel leichter als durchaus andere E-Fahrzeuge, weil wir hier auch eben nicht den Riesenakku dabei haben, sondern eher die kleinere Variante. Übrigens haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h, was jetzt nicht so riesig anmutet. Und die ist auch nur verfügbar im Sportmodus. Also sonst fährt er nicht so schnell. Aber wer macht das mit einem E-Fahrzeug? Selbst wenn ihr mal über Land auf der Autobahn unterwegs seid, dann behält man es meistens so bei 130 km/h, um den Stromverbrauch da nicht exorbitant ansteigen zu lassen. Wir haben übrigens bei dem Auto hier auch verschiedene Modi natürlich. Einmal habe ich eben schon gezeigt. Wir haben aber auch noch andere Fahrmodi für als Offroad-Ersatz könnte man sagen. Dazu aber später. Ich habe trotzdem aber auch eine einstellbare Rekuperation. Das macht man natürlich immer. Ich gehe jetzt hier mal vom Gas und ihr seht im linken Balken, er geht auf Charge runter. So etwa ein Drittel könnte man sagen, nutzt da hier und er rollt aus, aber rekuperiert dabei. Ich kann aber auch nehmen den Modus B und merke jetzt schon, okay, er bremst deutlich mehr, ich müsste mehr Gas geben oder gehe jetzt vom Gas und der würde jetzt auf hier zwei Drittel sogar schon, also als Maß hier in dieser Anzeige, rekuperieren. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Gerade wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, könnt ihr den Modus nutzen, weil so kräftig ist die Rekuperation jetzt auch nicht.
dass sie irgendwie unnatürlich wirkt. Ne? Aber gerade bei sowas hier, ich fahre einen Kreisverkehr ran, muss nicht normal bremsen, kann hier einfach ran rekuperieren, quasi bremse jetzt erst im letzten Moment, weil er kann nämlich nicht bis zum Stillstand rekuperieren, also einen One-Pedal-Modus habe ich hier nicht dabei. Trotzdem kann ich in der Stadt so auch wirklich entspannt unterwegs sein. Ich schalte es aber wieder um auf den normalen Fahrmodus D, weil ich spare damit nicht mehr Strom. Das System unterstützt mich natürlich nur, dass ich eben hier die Rekuperation optimal ausnutzen kann. Ein ganz wichtiges Thema bei einem E-Auto ist natürlich auch der Verbrauch und die Reichweite des Autos. Wir fahren jetzt gerade hier schon den Jeep Avenger. Ich bin leider noch nicht so viele Kilometer mit dem Auto gefahren. Es kommen aber noch einige dazu. Daher werde ich euch am Ende noch mal einen Verbrauchswert sagen, der hier dann ja aussagekräftig ist als der jetzige. Ich habe eine WLTP-Werksangabe von 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das würde mir so auch ganz gut gefallen. Ich bin jetzt aber gerade hier bei 18,6 Kilowattstunden. Woher kommt das? Eines Tages habe ich, ja gut, der Witterung so ungefähr um 10 Grad mit viel Regen, ne, und durchaus auch ein bisschen Wind. Ich habe den Wagen außerdem nicht nur in der Stadt bewegt, sondern auch durchaus außerorts, auch auf Bundesstraßen, wo ich dann 120 km/h gefahren bin, also schon fast an die Autobahngeschwindigkeit rangekommen bin, die man so fahren könnte oder sollte. Habe damit eben einen etwas höheren Verbrauch. Mich freut es wiederum, dass er noch unter 20 Kilowattstunden bleibt, gerade auch bei dem Einsatzzweck. Bin gestern aber auch durch die Stadt gefahren und dadurch hat er eben auch noch ein bisschen weniger verbrauchen können. Wenn ich nur durch die Stadt gefahren bin, hatte mir dann teilweise einen Momentanverbrauch oder so eine Fahrzusammenfassung auch durchaus mal von 15 Kilowattstunden angezeigt. Also er kann auch dann in der Stadt sehr, sehr sparsam sein. Unter Ausnutzung auch des B-Modus der Rekuperation finde ich das wirklich gut. Und damit habt ihr dann eben einen Verbrauch. Ja gut, in der Stadt könnt ihr sicherlich an die versprochenen 400 Kilometer kommen, wenn ihr jetzt von 15 Kilowattstunden ausgeht, Verbrauch. Jetzt bei meiner Fahrweise bin ich bei etwa 300, etwas unter 300 Kilometer. Und als Autobahnreichweite für so ein Auto, hier für ein City-SUV, ist das, glaube ich, vertretbar. Das Schöne ist bei dem Auto, auch wenn es jetzt hier kalt werden sollte, auch im Winter, habe ich eine Wärmepumpe dabei. Sprich, der Wagen kann die Abwärme des Akkus nutzen, um den Innenraum zu heizen. Und ich habe hier keine aufwendige Elektroheizung. Klettern wie beim Wrangler muss man beim Avenger zwar nicht, aber auch beim kleinsten Jeep ist die Sitzhöhe dank SUV-Bauform mit 60 cm in tiefster Einstellung angenehm. Leider ist stets nur der Fahrersitz höhenverstellbar. Optional gibt es im Paket Ledersitze mit elektrischer Verstellbarkeit sowie Lordosenstützen und eine Massagefunktion für den Fahrersitz. Ab unserer Variante Altitude Plus hat der Avenger Sitze mit einer Stoff-Kunstleder-Kombination, während für die Varianten darunter reine Stoffsitze serienmäßig sind. Die Sitze haben eine angenehme Größe, könnten aber etwas straffer gepolstert sein und mehr Seitenhalt bieten. Vorbildlich, Isofix auf dem Beifahrersitz ist serienmäßig, dafür sind die vorderen Gurte leider nicht höhenverstellbar. Die Übersichtlichkeit ist bis auf die recht breiten C-Säulen frei von Störungen. Willkommen im neuen Jeep Avenger und ich freue mich, eine komplett andere Marke testen zu können, obwohl wir hier sehr starke Anleihen von anderen Stellantis-Produkten haben, aber das ist einfach der Wandel der Zeit. Wir haben beim Avenger ja die gleiche Basis wie bei dem neuen Fiat 600, da wurde ja auch ein Retro-Element neu aufgenommen. Hier haben wir, wie gesagt, einen inneren ähnlichen Innenraum. Ich sage euch erstmal, was wir für Varianten vom Jeep Avenger bekommen. Ihr bekommt erstmal die
die Basisvariante, die da simpel heißt Avenger. Darüber hinaus gibt es den Longitude Plus, dann den Altitude Plus, den haben wir heute dabei, und darüber hinaus auch den Summit Plus. Das sind denn diese Ausstattungsvarianten, die ihr wählen könnt. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was denn hier so drin ist in unserem Auto und was ihr auch optional bekommen könntet. Ich habe in der Verlängerung der Armlehne auf der linken Seite 4 elektrische Fensterheber. Die hinteren lassen sich auch sperren. Davor habe ich eine elektrische Spiegelverstellung, die ist stets serienmäßig. Die Heizbarkeit der Außenspiegel ist dann aber erst ab der zweiten Variante Longitude dabei. Darüber hinaus gibt es auch noch die elektrische Anklappbarkeit der Spiegel. Die ist wiederum für den Altitude optional, für unser Auto hier, oder für den Summit Plus dann auch serienmäßig. Darüber hinaus gibt es hier oben einen Türöffner einmal eingelassen. Ansonsten hier vorne vor meinem linken Knie habe ich einen kleinen Tastenblock. Der hat dann einmal eine Bergabhilfe auf der linken Seite. Ja, ein kleines Offroad-Extra ist dabei. Dann habe ich die Heizbarkeit der Windschutzscheibe. Da müsst ihr aber bedenken, eines Teils ist die nur ab dem Longitude dabei und die erstreckt sich leider nicht über die ganze Frontscheibe, was sehr praktisch wäre, sondern nur über den Bereich der Scheibenwischer. Dass im Winter quasi die Scheibenwischer abtauen. Ne? Alles andere müsst ihr da trotzdem einmal freikratzen. Und daneben haben wir dann auch noch die Leuchtweitenregulierung der LED-Scheinwerfer. Gut, wir kommen weiter zum Lenkrad. Wir haben hier bei uns ein Kunstlederlenkrad dabei. Das ist hier für den Longitude sogar noch optional. Der hat ein normales Kunststofflenkrad. Beim Altitude, den wir hier dabei haben, ist es dann aber sogar serienmäßig. Wir haben stets Tasten auf dem Lenkrad. Es gibt silberne Spangen drumherum, ne, die auch sehr, sehr schick aussehen. Natürlich alles aus Kunststoff, aber trotzdem schön. Auch hier ein typischer Jeep-Pralltopf, ne, sieht cool aus. Ja, kann man so durchaus machen. Ne? Gefällt mir sehr schön. Das Lenkrad ist auch recht klein, finde ich, und schön griffig. Ne? Also da kann man auch gut durch die Stadt rangieren. Wenn ihr die Tasten euch anseht, dann habt ihr das Layout vielleicht schon mal gesehen. Denkt ihr so, wo habe ich das schon mal gesehen? Beim neuen Opel Astra zum Beispiel. Also typisch Stellantis, ne? Wir kommen gleich noch zu anderen Sachen, die ganz ähnlich sind, aber auch hier zum Beispiel die Tasten am Lenkrad. Aber es ist ja kein nichts Schlechtes, im Gegenteil, es ist sehr gut untergebracht. Wir haben auf der rechten Seite alle die Steuerungsmöglichkeit für einmal die digitalen Instrumente hier oben oder auch für die Lautstärke, Telefon oder die Sprachsteuerung. Auf der linken Seite habe ich serienmäßig die Geschwindigkeitsregelanlage. Ab dem Longitude oder serienmäßig dann für den Altitude habe ich dabei die ACC-Funktion. Ne? Die habe ich bei unserem Auto auch dabei, mehr dazu. Aber später. Gut, hinter dem Lenkrad habe ich dann nochmal auf der linken Seite den Blinkerhebel. Da ist auch der, die Lichtsteuerung mit dem Lichtsensor untergebracht. Und auf der rechten Seite habe ich dann auch nochmal den Wischerhebel mit dem Regensensor dabei. Gut, weiter geht's zum Schlüssel. Und auch der könnte für euch ein alter Bekannter sein. Ne? Egal ob Citroën oder Opel oder eben auch Jeep, wir haben jetzt hier einen ähnlichen Schlüssel. Wir haben 3 Tasten, wir können den verschließen, den Wagen, wir können den Kofferraum öffnen oder auch den Wagen komplett öffnen. Ich habe den Schlüsselbart hier einmal versteckt, der befindet sich hier unten. Ne? Einmal den kleinen Schieberegler rausziehen, dann können wir hier auch den Schlüsselbart rausnehmen, für den Fall, dass wir den dann mal benötigen. Wir haben beim Fahrzeug immer einen Startknopf dabei, das ist schon mal sehr, sehr sinnvoll, dass wir hier nicht ein E-Fahrzeug haben, wo wir jetzt hier die Schlüssel noch reinstecken müssen. Ab dem Altitude serienmäßig oder im Longitude im Paket ist dann auch das System Keyless dabei. Wir können uns dann dem Auto einfach nähern. Das Auto entriegelt komplett und wir können ganz simpel einsteigen. Beim Aussteigen genauso. Wir können uns entfernen und der Wagen verriegelt. Das ist sehr, sehr praktisch. Jedes Mal, wie gesagt, habe ich aber dabei, dass der Schlüssel einfach im Fahrzeug bleiben kann und ich dann hier den Startknopf habe direkt am Cockpit. Ich muss den einmal etwas länger drücken und dann kann ich hier einmal die Zündung aktivieren. Aber ich mache es mal wie folgt. Ich kann hier auch gleich den Elektromotor einmal starten, weil ich verpeste hier ja nicht die Umwelt, sage ich mal so. Ne? Und mache das hier einmal, drücke jetzt lang hier drauf und habe jetzt auch die Fahrbereitschaft hergestellt mit diesem kleinen Sound. Sagt euch das. Ne? Ja, ist soweit ein recht normales Startprozedere, wie man es eben kennt. Ne? Also nicht so, wie man es davor also von anderen Fahrzeugen kennt, wo man ja nichts mehr oder hier oben Regler hat oder so. Das ist hier eben nicht mehr der Fall. Gut, ich drehe hier einmal die Klima ein bisschen herunter, damit die hier nicht jetzt groß
umher säuselt. Gut, ich komme aber erstmal zu dem, was ich hier hinter meinem Lenkrad habe, denn da habe ich ein Tacho-Display für euch dabei. Serienmäßig ist eine kleinere Variante mit 7 Zoll und wir haben die 10,25 Zoll Variante dabei. Die ist dann ab dem Longitude optional oder auch beim Altitude bei unserem Auto dann serienmäßig dabei. Finde ich auch schön so und auch da erinnert das Layout sehr an die Stellantis-Produkte. Ich bediene das erstmal nicht mit den Lenkradtasten, sondern mit den Tasten am Blinker- und Wischerhebel. Ich habe links dann die Möglichkeit, die Ebenen komplett durchzuschalten. Ich habe hier verschiedene Ebenen, hier zum Beispiel Bordcomputer links, auf der rechten Seite Navigationskarte. Hier habe ich dann auch Bordcomputer, aber auch nochmal den Energiefluss des Fahrzeuges, nochmal Energiefluss komplett. Die Navikarte in groß ist nur stilisiert, aber bietet mir schon gerade so in der Stadt oder so nochmal einen Mehrwert, dass ich mich noch mal so ein bisschen besser orientieren kann. Radio oder Medieninformation und wieder zurück im Bordcomputer. Mit dem rechten Hebel kann ich dann rauftippen und steuere dann die einzelnen Ebenen durch, wie zum Beispiel hier den Bordcomputer, ne? Momentanverbrauch oder Trip 1, Trip 2 kann ich damit einmal durchseppen. Wie ihr euch das separat anlegen könnt, zeige ich euch gleich im Infotainment-System. Ne? Das ist da auch relativ simpel gemacht. Wir haben auf der linken Seite noch stets dabei, blendet dann teilweise so ein bisschen aus, ne? Aber ist immer dabei. Das Powermeter mit Charge, Eco und Power und auf der rechten Seite nochmal die Anzeige des Akkustandes, bei mir gerade 38%. Darunter steht, dass ich damit noch 136 Kilometer fahren kann. Dann habe ich noch Infos, wie zum Beispiel ganz, ganz wichtig um die gefahrene Geschwindigkeit. Infos aus den Fahrassistenzsystemen, die eingelegte Fahrstufe oder unten zum Beispiel auch den Gesamtkilometerstand. Leider gibt es für den Jeep Avenger kein Head-Up-Display, auch nicht optional. Für den Infotainment-Check habe ich jetzt hier mal eine etwas großzügigere Perspektive als sonst gewählt. Es betrifft auch einen großen Teil des Fahrzeuges im Jeep Avenger. Wir haben serienmäßig das System Uconnect als Smart-Touch-Variante, so heißt das Ganze, mit einem 10,25 Zoll Touchscreen. Finde ich cool, dass der serienmäßig ist. Ne? Schön groß, schön übersichtlich, auch weit oben angebracht. Was ein bisschen schade ist, seht ihr jetzt nicht, seht ihr beim oder habt ihr beim Fahren schon gesehen. Es ist nicht mal eine Handbreit Platz zwischen dem Innenspiegel und dem Infotainment-Display. Finde ich ein bisschen kurios. Ne? Kann teilweise bei Ampeln oder so doch ein bisschen schwierig werden. Ne? Aber daran gewöhnt man sich, denke ich mal. Wir haben auch App Connect oder eine ähnliche Sache, also eine Smartphone-Anbindung serienmäßig für Android Auto oder Apple CarPlay. Das auch wireless, finde ich eine sehr coole Sache. Auch immer dabei sind 4 Lautsprecher. 6 Lautsprecher bekommt ihr dann ab dem Longitude, also ab der zweiten Variante schon serienmäßig. Das Navigationssystem ist dann anders. Das ist dann erst ab dem Longitude im Paket zu haben oder ab dem Altitude, wie bei uns dann hier dabei. Ansonsten haben wir auch für die Verbrenner-Varianten des Jeep Avenger noch ein JBL-Soundsystem. Das gibt es leider für den Elektro-Varianten nicht. Gut, wir schauen uns das direkt noch einmal an und ihr habt vielleicht schon jetzt anhand dieser Übersicht hier schon gesehen, Mensch, das kommt mir irgendwie bekannt vor, auch anhand des Navis hier vielleicht, ne? Ja, wir haben hier die gleiche Basis wie zum Beispiel im neuen Opel Astra, ist aber nicht schlimm, weil da auch da hat mir das System schon sehr gefallen und so sieht es auch im Jeep Avenger aus. Wir haben hier zum Beispiel erstmal einen anlegbaren Homescreen. Ich kann hier lange draufhalten und kann dann hier entweder die Fahrerinformationen anpassen, deswegen habe ich euch jetzt hier auch nochmal den Tacho oder das Fahrerdisplay so ein bisschen eingeblendet, da kann ich mir anzeigen lassen, Mensch, was will ich jetzt hier zum Beispiel haben? Nehme ich jetzt hier irgendwas raus? Nehme ich zum Beispiel hier die Bordcomputerfunktion raus oder nehme noch ein Widget dazu oder lösche hier eine ganze Seite? Ich kann zum Beispiel sagen, ich lösche die jetzt hier raus, in den Papierkorb ziehen muss ich die dann hier und so weiter. Ne? Das geht dann auch ohne Probleme. Ne? Ich kann das hier runterziehen und dann kann ich sagen, okay, was will ich jetzt hier auf der linken Seite haben? Ne? Ich kann jetzt hier ein Widget hinzufügen und kann sagen, ich will zum Beispiel hier eine kombinierte Ansicht haben von Medieninformationen und von, habe ich jetzt richtig gemacht? Zack, einmal rein, ja, Medieninformationen und Navi wäre zum Beispiel so eine Ansicht für mich, die ich gerne hätte. Da finde ich cool, kann ich mir sehr frei anlegen und so ist das hier auch im Avenger, genauso wie im Opel, wie gesagt, ne, finde ich da sehr, sehr sinnvoll. Gut, wir gehen einmal zurück und ich speichere mal die Änderungen. Ich kann auch den Touchscreen, wie gesagt, anpassen, ne, kann mir sagen, was soll denn im Menüs hier sein, genauso wie im Tacho-Display funktioniert das hier eben auf der linken Seite mit den Widgets. Ne. Ich bin meistens so ein Typ, ich lege mir das einmal an und dann ist das eben fix, aber gut, man kann auch da
noch weiter dann rumspielen. So, man fragt sich jetzt vielleicht im Touchscreen, wie komme ich jetzt ins Menü zurück? Ich habe hier unten zwischen den Lüftungsdüsen ein paar Tasten, unter anderem die Home-Taste. Und da komme ich dann immer wieder in die Home-Ansicht zurück. Ich will euch einmal die App-Liste nochmal zeigen. Ne? Ich habe hier über ADAS die Fahrsicherheitssysteme, habe dann hier nochmal Schnellzugriffe, die ich reinnehmen kann, Favoriten, zum Beispiel ein Spurhalteassistent. Manche Leute nervt diese Funktion, können die damit eben schnell abschalten. Hier habe ich noch weitere Funktionen, wie alle möglichen anderen, die ich mir eben hier aktivieren und deaktivieren kann. Zurück in die App-Liste. Apple CarPlay kennt ihr. Ne? Habt ihr hier über eine schöne große Ansicht in dem Fahrzeug. Ne? Android Auto geht genauso. Finde ich eine sehr coole Sache. Ne? Durch den breiten Touchscreen macht sich's auch sehr, sehr gut. Gut. Ich habe, schade übrigens, dass ich hier nicht noch eine Taste für die App-Liste habe. Also ich muss immer in das Hauptmenü reingehen, dann wieder in die App-Liste. Ne? Ansonsten Datum, Uhrzeit kennt ihr. Einstellungen zeige ich euch nochmal kurz, weil das ist sehr, sehr interessant. Ich kann mir hier Profile anlegen. Bin gerade mit dem Gastprofil drin. Kann mir das Auto aber auch individualisieren. Kann mir hier eine Bildschirmfarbe anpassen. Wenn ich zum Beispiel lieber einen anderen Farbton haben möchte, kann ich das hier so leicht grünlich machen oder auch so bläulich. Ne? Ich war jetzt hier so ein bisschen im Dunkelblau beheimatet. Bildschirmfarbe, Innenraumfarbe geht hier drüber. Das ist dann die Ambientebeleuchtung. Zeige ich euch später nochmal, wie die dann auch komplett ausschaut. Anzeigen anpassen, ne? Dann kommen wir da rein wieder, wo wir eben waren. Gut, Konnektivität kennt ihr einmal. Mein Handy ist verbunden, gar kein Problem, alles kabellos. Systemeinstellungen, ne? Soweit auch alles klar. Hier könnt ihr auch die Innenbeleuchtung nochmal einstellen in die Helligkeit, also die Ambientebeleuchtung, ne? Auch sehr interessant. Oder auch die Helligkeit des Cockpits. Audio, Radioeinstellungen, Lautstärke und Ton zum Beispiel auch sehr interessant. Ich bin hier auf neutral gegangen. Ihr könnt auch noch mal auf dynamisch gehen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen dynamischer den Klang, das Klangvolumen haben wollt. Ich finde es okay. Also vom Sound her gar kein Problem. Finde ich ganz nett, was man hier sich einstellen kann. Natürlich fehlt es ein bisschen die Tiefe. Ich denke mal, die wäre dann beim JBL mit dem Verbrenner eben noch mal ein bisschen besser da. Fahrzeugeinstellungen habt ihr hier, Updates ebenfalls im Auto, nur keine anstehenden Updates und vernetzte Dienste habe ich dann hier nochmal dabei. Gut, ich gehe wieder zurück, nochmal in die App-Liste. Energie, haben wir so ein Energieflussdiagramm hier einmal. Ich kann mir verschiedene Fahrmodi einstellen, ne? Zeige ich euch später oder habe ich beim Verfahren schon mal gezeigt und Laden kann ich hier drüber nochmal einstellen. Ich habe eine Sprachsteuerung über Hey Jeep. Zeigt mir jetzt gar nichts, gehen wir zurück. Hey Jeep. Ja, das finde ich schade. Ich kann euch die Sprachsteuerung gar nicht zeigen, weil ich soll das Online-Abonnement verlängern, obwohl der Wagen ja fast ganz neu ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen kurios. Aber gut, das ist ja leider nicht vorhanden in dem Auto. Ich habe Hilfe, ich habe Klima dabei, wo ich mir nochmal die Klimaeinstellungen drüber anlegen kann. Dazu komme ich aber gleich nochmal, wie die Klima hier funktioniert. Medien kennt ihr soweit. Radio habe ich jetzt zum Beispiel gerade eingestellt. Ne? Kein Problem. Auch alles so wie bei Opel zu steuern. Navigation gehe ich gleich rein. Sitze habe ich hier nochmal. Da kann ich die Sitzheizung einfach drüber aktivieren. Ne? Ist jetzt kein Hit. Und hier habe ich das Telefon nochmal dabei. Da geht er aber gleich dann auch in Apple CarPlay rein. Gut, ich wollte in die Navigation gehen und wir wählen doch hier gleich mal eine Adresse aus. Schade, dass ich jetzt die Sprachsteuerung euch nicht zeigen kann, ne? Aber das geht in dem Moment leider nicht. Ich habe eine schöne große Tastatur hier auch dabei. Ich wähle ja immer gerne hier die Säbener Straße aus. Ich bin mal gespannt, wer erkennt, was in der Säbener Straße auch ich war, warum ich das auswähle. Ich gehe mal auf Enter und kann hier sagen, Säbener Straße in München. Und die würde ich auch gerne jetzt als Ziel hinzufügen. Ich gehe nochmal auf Enter, genau. Ich gehe auf Fahren. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er mir jetzt hier vorschlägt, der kleine Avenger. Genau, eine Route habe ich jetzt drin. 587 Kilometer. Könnt jetzt hier auf Fahren tippen. Leider habe ich jetzt aber keinen automatischen Ladestopp drin. Ich kann hier trotzdem auf die Seite gehen und kann sagen, okay, ich kann einen hinzufügen. Das wäre auch jetzt sinnvoll zu machen. Ich kann hier aber den Stopp hinzufügen. Ne? Dann habe ich jetzt den ersten Ladestopp drin. Und dann zeigt er mir noch weitere an. Einmal hier oben. Genau. Und da kann ich auch hier, gut, in Linde könnte ich auch wiederum. Ne? Aber er zeigt mir immer nur den nächsten an, was auch sinnvoll sein kann. Ihr müsst nur denken, den immer hinzuzufügen, den Stopp. Erreichen Ihr Ziel um 15.27 Uhr. Jo, das kommt spontan.
Finde ich das gut, dass ich das Ziel so erreichen würde. Trotzdem wäre es wahrscheinlich nicht so richtig, weil ich eben halt zwischendurch nochmal laden muss. Ne? Also ihr macht es nicht automatisch, ihr könnt es euch aber reinholen, weil ihr eben auf der Seite habt die Ladestops, die ihr dann euch anbieten würde. Ne? Also kann sinnvoll sein. Noch besser wäre es, wenn die automatisch gleich in der Routenführung mit drin wären. Gut, soweit zum System. Ich will euch jetzt auch gar nicht länger damit aufhalten. Ihr habt hier oben, wie gesagt, den Touch, unten Direktwahltasten für Home, für Car, also für Fahrzeugeinstellungen, sehr interessant. Habt nochmal die Warnblinkanlage hier auch dabei. Habt ihr diesen Blinkersound schon mal gehört? Also ich finde es echt, also am Anfang fand ich es wirklich kurios. Mittlerweile sage ich, boah, passt durchaus zum Jeep. Ne? Also so eine kleine Herzlichkeit, genauso wie die kleinen Dinger, die ich hier im Auto immer drin versteckt habe, machen auch Jeeps so ein bisschen aus. Ja, ich habe ja keinen robusten Offroader, aber ich habe eben so eine kleinen süßen Sachen, ne, die ganz sinnvoll sein können. Und hier habe ich nochmal die Zentralverriegelung zum Öffnen und zum Schließen. Ich komme hier unten nochmal zum Block, zum Tastenblock. Startknopf habt ihr gesehen, aber hier habe ich auch nochmal einen richtigen Lautstärkeregler für das System. Finde ich sehr, sehr sinnvoll, ne, dass ich den hier noch dabei habe. Dann kann ich hier die Klimaautomatik steuern und sehr, sehr erfreulich ist, dass ich die Klimaautomatik serienmäßig habe im Avenger. Ich kann mir hier die Temperatur einmal einstellen, ne, mit hoch und runter, ne, kann so Kipptasten. Ne. Auf der Seite kann ich hier nochmal die Lüfter auch Lüfterstufen oder es auf automatisch stellen. Ich habe hier die maximale Lüftung für die Frontscheibe, die heizbare Heckscheibe und ein paar andere Funktionen wie Klima, Umluft und so weiter. Ich kann ins Klimamenü einmal reingehen, dann kommen wir dahin, was ich eben schon mal gesehen habe. Ne? Klima kann ich auch mein Touchscreen einstellen. Leider habe ich keine Tasten für die Sitzheizung, die muss ich immer manuell über den Touchscreen aktivieren. Aber ich habe auch eine Vorklimatisierung dabei, kann dem Avenger also sagen, Mensch, du sollst von Montag bis Freitag bitte um 8.15 Uhr vorklimatisieren, dass der Wagen da bereit für mich ist und ich in ein schönes klimatisiertes Auto steige. Ne? Das kann er damit auch, finde ich, eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Gut, wir gehen wieder raus aus dem Klimamenü. Was ich ein bisschen zu bemängeln habe, im Dunkeln sind die Tasten sehr hell beleuchtet, wenn ich hier eine Funktion aktiviert habe, wie zum Beispiel AC oder Auto. Das ist dann sehr, sehr hell, finde ich. Nur, aber gut, das ist eine Eigenheit. Ihr könnt euch die ein bisschen runterregeln, die Instrumentenbeleuchtung, dann werden aber auch die Displays sehr dunkel. Ne? Also das ist, da geht dann so ein bisschen dem Ganzen einher. Eine Etage tiefer kommen wir zu ein paar Tasten, die hier das Getriebe bedienen. Finde ich sehr interessant. Auch aus dem Stellantis-Produkt, wenn ihr den Fiat 500e kennt, sind die auch dabei. An einer anderen Stelle, aber nicht aber sonst auch dabei. Ich finde es erstmal ein bisschen kurios. Ich finde immer, ein Wählhebel oder irgendein Shifter bedient sich teilweise ein bisschen intuitiver, als wenn ich eine Taste drücke. Aber gut, hier ist es so. Ich drücke einmal die Bremse und habe hier einmal die Funktion P schon eingelegt. Ne? Habe den Rückwärtsgang, den ich hier einmal einlegen kann. Dann habe ich einmal auch die Parksensorik und die Rückfahrkamera aktiviert. Ab dem Longitude ist die hintere Einparkhilfe serienmäßig, also ein paar Sensoren hinten. Ab dem Summit wiederum ist dann erst die vordere serienmäßig. Es bekommt aber auch eine 360 Grad Einparkhilfe, also vorne und hinten, gibt es dann für den Longitude und nee, für den Altitude optional im Paket und für den Summit dann wiederum serienmäßig. Dann gibt es noch die Kamera mit einer Drohnenansicht, so nennt sich das hier auf der rechten Seite. Die habe ich dann dabei ab dem Longitude im Paket oder dann serienmäßig ab dem Summit. Soweit zur Parkassistenz. Ich finde das Bild gut, also ich habe echt eine scharfe Kameraansicht hier. Die Führungslinien sind auch dynamisch, also das finde ich sehr, sehr praktisch. Und wenn ich hier rückwärts fahren würde jetzt, dann würde es auch immer weiter noch werden, dieses Element, wo ich hier was sehe. Ach, ich mache das jetzt einmal flink hier für euch. Ich schaue mich hier mal um, einmal die Parkbremse lösen. Und dann seht ihr auch genau hier schon mal zum Beispiel, ne, da erweitert sich jetzt gerade hier der Bereich, den ich jetzt sehen kann hier. Ne. Das kann auch echt praktisch sein. Ne. So habt ihr fast eine 360-Grad-Kamera-Ansicht. Ne. Gut, ich gehe wieder einmal in P und stelle das in den Wagen einfach wieder mit der Parkbremse hier stehen. Das kann ich wieder ausblenden. Ansonsten habe ich hier beim Getriebe nochmal den Modus N für neutral natürlich, für die Waschstraße zum Beispiel. Oder auch den Modus D, den Fahrmodus, den ich eben schon zum Vorrollen verwendet habe. Oder auch hier natürlich den Brake-Modus, die Rekuperation, die verstärkte. Wie die funktioniert, habe ich euch schon beim Fahren einmal berichtet. Ich gehe wieder in P und der Wagen steht dann einmal wieder sicher an seinem Platz. Dann habe ich hier noch zwei verschiedene Hebelchen hier unten. Ich habe erstmal eine serienmäßige Parkbremse, die ich eben schon bedient habe. Ne? Die seht ihr jetzt nicht, die blende ich euch extra nochmal ein. Einmal zum Lösen die Bremse drücken und nach unten drücken. Ansonsten zum Anziehen wieder nach oben. Das Ganze geht auch automatisch. Ne? Wenn ihr den Wagen abstellt zum Beispiel, dann wird die angezogen.
Daneben habe ich auch das System Select Terrain, so heißt es hier bei Jeep. Der Hebel ist auch bekannt oder der Schalter ist auch bekannt aus verschiedenen Stellantis-Fahrzeugen. Da habe ich die Fahrprofilauswahl, die serienmäßig ist, von Sport, Normal, Eco, aber auch bei Jeep dann extra nochmal Sand dabei, oder ich spreche es Englisch aus, aber es heißt, es ist wirklich Sand. Dann habe ich Schlamm und Schnee. Ne? Diese Modi habe ich hier nochmal dabei, die dann zwar keinen Allradantrieb beeinflussen, aber die Fahrdynamikregelung beeinflussen, die zum Beispiel bei Schnee ein bisschen mehr Schlupf zulassen oder auch bei Sand. Das kann da auch wirklich sinnvoll sein. Ihr bekommt für den Jeep Avenger auch eine Ambientebeleuchtung. Die ist dann mehrfarbig, ab dem Altitude im Paket oder im Summit auch serienmäßig. Lasst uns zur Verarbeitung unserer Qualität im Jeep Avenger kommen. Ich habe auf den Türblenden komplett Hartkunststoff, zwar schön gemustert oder so gemasert, aber nicht weich. Hier auch auf der Ebene des Türgriffes. Dafür habe ich dann hier eine kleine silberne Leiste drin. Und hier ist dann ein bisschen was aufgeschäumt oder sogar ein bisschen mit Kunstleder bezogen. Hier die Armauflage. Und hier unten habe ich dann wiederum Hartkunststoff. Das Hartkunststoff zieht sich auch übers Cockpit hier unten zum Beispiel. Aber auch hier oben komplett. Ne? Also wir haben hier keine weichen Blenden. Ich habe dafür eine schöne Designblende hier dabei. Schwarz ist hier serienmäßig. Ab dem Altitude, den wir haben, ist das Silber. Im Summit ist das sogar gelb gehalten. Ne? Also sehr, sehr kräftig dann hier auf der Seite. Da steht nochmal Avenger drauf. Aber alles ist auch komplett aus Hartkunststoff. Hier unten auch Hartkunststoff dann. Ne? Und hier in der Mitte auch, aber aufgelockert mit so einer silbernen Leiste. Man kann jetzt sagen, ja, schade, Hartkunststoff, aber ich finde es gar nicht so schlimm, zumal mir die Optik gefällt. Ich habe hier durchgehende Lüftungsdüsen, ne, die hier so natürlich als Designelement gemacht sind. Hier dann dieses Avenger auf der Seite stehen. Und allgemein fühle ich mich doch schon wohl hier in dem Auto, ne, und brauche jetzt nicht unbedingt hier die ganz weichen Materialien, zumal ich in einem Kleinwagen-SUV sitze, was ich nicht vergessen darf. Dementsprechend habe ich diese Optik hier so dabei. Gut, wir gucken uns jetzt die Ablageflächen einmal an im Avenger. Ich habe hier in der Türtafel einmal im Zuziehgriff eine kleine gummierte Fläche drin, wo ich was ablegen kann. Ich habe hier unten ein großes Fach, was sogar verlängert werden kann, auch in die Tür. Ich kann also mein Portemonnaie so weit verstecken, dass ich es nachher auf jeden Fall vergessen werde. Ich habe hier ansonsten auch noch einen Flaschenhalter, der aber nur für 0,5 Liter Flaschen geeignet ist, weil ich hier dann gleich die Blende oben habe. Trotzdem passen die dann gut rein, liegen aber mehr drin, als sie stehen. Unten habe ich hier kein Fach für den Fahrer. Hier oben auch nichts weiter. Hier habe ich nur einen kleinen Jeep mit dem 7-Slot Kühlergrill, finde ich auch cool gemacht. Dafür habe ich dann hier unten ein sehr, sehr großes Ablagefach, was wirklich praktisch sein kann. Leider nicht rutschfest ausgelegt, ne? Also nur eine normale Hartkunststofffläche. Das kann halt ein bisschen klappern, wenn hier was reinlegt, aber da finde ich das wirklich cool, weil ich ja einfach so viel Platz habe drin. Unter den Getriebetasten habe ich dann hier ein offenes Fach in meinem Fall. Ihr bekommt hier eine Abdeckung, so heißt das Ganze, wie eine kleine Tablet-Abdeckung, die kann man hier so raufklappen. Ne? Wie lange die hält, ist dann mal die Frage, aber die ist hier leider nicht dabei, denn die ist optional oder beim Summit dann nur dabei, nämlich. Ich habe hier die Aufnahmen dafür immerhin da. Im Fach gibt es dann hier eine 12-Volt-Möglichkeit, genauso wie USB, einmal zum Laden und auf der rechten Seite USB-C. Zum Übertragen von Daten ans System. Ansonsten gibt es hier in der Mitte auch eine induktive Handy-Ladefläche. Die habe ich hier da immer dabei. Die ist im Paket ab dem Longitude oder auch im Altitude. Und dann am Summit serienmäßig. Unser Altitude hat die dann hier auch dabei. Das seht ihr an dem kleinen Symbol. Ne? Und mein Smartphone kann dann auch darin laden. Ich habe hier ein iPhone 15 Pro Max dabei. Da ist auf jeden Fall noch deutlich mehr Platz, also ist auch schön für große Handys vorbereitet. Sobald ihr dann hier diese Klappe habt, diese Abdeckung, hättet ihr auch diese Gummiteile dabei in den Fächern, die ja noch so ein bisschen rutschfest sind, das finde ich ganz cool. Und ich vermute mal, da, dass wir die hier dabei haben, fehlt hier noch gerade die Abdeckung, weil sonst hätte ich auch diese Gummianlagen nicht in den Fächern. Das kann da so ein kleines Indiz für sein. Oder die sind für hier oben gedacht, aber gut. So, wir haben dann hier die beiden Tasten, ihr habt da eben schon gesehen. Serienmäßig ist eine Mittelarmlehne, die auch schön mit Kunstleder bezogen ist. Ich kann die in der Länge verschieben, wie ihr hier seht. Ne? Ich kann die aber auch öffnen und habe dann hier ein kleines Ablagefach, was aber keine weiteren Funktionen
darin hat. Vor diesem Fach habe ich hier nochmal ein weiteres gummiertes Fach, wo ich dann hier auch noch so Flaschenhalter habe, wo ich auch eine Flasche reinstellen könnte. Ich kann die aber auch verschieben, ich kann das Element hier rausnehmen und entweder ganz rauslassen oder auch dann hier verschieden reinpacken. Auch in der Mitte nochmal eine kleine rutschfeste Einlage. Dann gibt es auch nochmal ein Handschuhfach im Jeep Avenger, was sehr, sehr weit nach hinten reicht. Ihr seht das vielleicht da, da habt ihr echt viel Platz. Oben auch nochmal die Abschaltbarkeit des Beifahrer-Airbags. Ansonsten alles so, wie es erkennt. Ne? Nichts Besonderes drin. Ansonsten Türblende sieht genauso aus wie auf der linken Seite. Wir haben Angstgriffe und zwar sage und schreibe einen im Auto. Also der Fahrer hat keinen und hinten haben wir auch keine. Ein bisschen schade, aber wir haben nur einen Angstgriff. Wir sind ja gerade schon am Dach. Es gibt für den Summit optional sogar ein Panoramadach. Was ich cool finde, haben wir leider nicht dabei. Ne? Wir haben hier den normalen hellen Dachhimmel, der geschlossen ist. Es gibt ansonsten Sonnenblenden mit kleinen Schminkspiegeln und einem Clip. Leider ist der Schminkspiegel nicht beleuchtet. In der Mitte gibt es ein kleines Element mit dem SOS-Ruf, der Heckklappenöffnung hier oben, das habe ich auch nicht gesehen. Und daneben nochmal dem Inforuf. Es gibt hier vorne aber auch, ich muss mal kurz hier die Fahrbereitschaft herstellen, habt ihr hier auch nochmal Touch-Lämpchen dabei. Finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Und natürlich auch in der Mitte nochmal ein Element mit einer Einstiegsbeleuchtung, die jetzt aber gerade nicht aktiv ist. Gut, ist die vielleicht deaktiviert. Ansonsten habe ich hier unten nochmal auch eine Gurtwarnung nochmal dabei. Für alle Sitze finde ich sehr, sehr sinnvoll. Ne? Also auch als Familienfahrzeug und die Info, dass der Beifahrer-Airbag hier auch deaktiviert ist. Gut, ansonsten habe ich hier auch einen Innenspiegel dabei. Der ist in unserem Fall aber nicht automatisch abblendbar. Der ist dann erst ab dem Longitude im Paket oder ab dem Summit-Serie mäßig. Wir haben das Paket nicht dabei. Dementsprechend haben wir hier auch einen Spiegel mit einer manuellen Dimmbarkeit. Gut, ansonsten haben wir noch einen Dachhimmel, der ja also nicht groß gepolstert ist. Der ist zwar mit Stoff bezogen, aber nicht groß gepolstert. Ne? Und die A-Säule ist dann auch aus Hartkunststoff umgesetzt. Kleines Auto, kleiner Preis. Das schauen wir uns jetzt mal an mit dem Jeep Avenger. Der Wagen startet in der Elektrovariante ab 37.000 Euro. Dann bekommt ihr die Basisvariante des Avenger mit dem immer vorhandenen 115 kW Elektromotor und dem 51 Kilowattstunden netto fassenden Akku. Wir haben in der Basisvariante dann serienmäßig schon eine schöne Ausstattung dabei eigentlich. Wir haben LED-Scheinwerfer, wir haben eine Klimaautomatik, wir haben hier oben auch das 10,25 Touch-System mit einer App-Anbindung für Smartphone. Wir haben zudem auch ein paar Fahrassistenzsysteme dabei, zum Beispiel Notrufsassistenten, Spurhalteassistenten, Müdigkeitserkennung, genauso wie eine Verkehrszeichenerkennung. Wir haben darüber hinaus auch nochmal dabei die Wärmepumpe, die ist serienmäßig im Jeep Avenger. Ein typischer Konkurrent für den Jeep Avenger könnte der MG4 oder MG4, wenn man so möchte, sein. Dieses Auto hat einen 170 PS starken Elektromotor in der Basis und einen 51 Kilowattstunden fassenden Akku. Der soll dann für 350 Kilometer laut WLTP gut sein. Das Auto kostet mindestens 34.990 Euro, hat eine ähnliche Ausstattung wie der Jeep Avenger, hat aber zum Beispiel keine Wärmepumpe serienmäßig. Der, ja, Klassenprimus zu sagen, ist ein bisschen blöd, aber einfach, weil es der Volkswagen ist, der Volkswagen ID3 als Pro. Der ist zwar ein bisschen länger als der Jeep Avenger, trotzdem passt er so ein bisschen in die Klasse. Den gibt es dann mit in der Basis einem 58 Kilowattstunden Akku, der gut sein soll für 435 Kilometer Reichweite laut WLTP. Das Auto kostet dann mindestens 39.995 Euro. Der hat dann zum Beispiel eine vordere und hintere Einparkhilfe, serienmäßig und auch eine ambiente Beleuchtung. Ihm fehlt aber im Gegensatz zum Avenger die Wärmepumpe. Der Jeep Avenger ist ja jetzt nicht unbedingt so das typische E-Auto, weil er einfach diese Jeep-Atmosphäre mitbringt. Ein anderes Auto, was auch eine besondere Optik mitbringt, innen und außen, ist die Ora Funky Cat. Und die habt ihr schon bei mir auf dem Kanal gesehen. Deswegen möchte ich die auch nochmal vergleichen mit dem Jeep Avenger. Die gibt es dann auch, die Funky Cat, mit einem 171 PS starken E-Motor, aber nur einem 48 Kilowattstunden Akku in der Basis. Der ist dann auch laut WLTP nur gut für 310 Kilometer. Das Auto kostet dann mindestens 38.990 Euro und bringt aber eine sehr, sehr große Serienausstattung mit. Bei der Ora Funky Cat sind zum Beispiel Kunstledersitze oder auch ACC serienmäßig dabei, genauso wie eine 360-Grad-Kamera. Der Cat fehlt aber auch die Wärmepumpe.
Was der Jeep Avenger in der Basis hat, habe ich eben schon berichtet. Ich komme jetzt zur Variante Longitude Plus. Die hat dann gegenüber der Basis zum Beispiel eine hintere Einparkhilfe, eine Sitzheizung, genauso wie ein paar Alufelgen dabei. Wir haben ja hier die Variante Altitude Plus dabei und die macht dann schon einen recht großen Sprung. Da habe ich dann zum Beispiel die Keyless-Funktion dabei, das Navigationssystem oder auch die elektrische Heckklappe. Obendrein hat die dann auch das System ACC serienmäßig, also eine Abstandsregeltempomaten und darüber hinaus noch eine schicke Optik durch ein paar silbern abgesetzte Teile außen. Die Variante Summit macht dann nochmal einen größeren Sprung, was die Assistenzsysteme anbelangt. Da haben wir dann zum Beispiel die verbesserten LED-Scheinwerfer mit Projektionslinsen dabei, aber auch zum Beispiel den Highway Driving Assist oder auch einen Totwinkelwarner serienmäßig. Auch dabei wäre dann die Rückfahrkamera beim Summit. Ihr bekommt aber auch verschiedene Pakete, zum Beispiel unser Altitude wurde aufgerüstet mit einigen Paketen, so dass ihr fast an den Summit ausstattungsmäßig rankommt. Einen Vergleich müssen wir beim Avenger auf jeden Fall noch ziehen mit der Verbrenner-Variante, weil auch die gibt es ja. Dann haben wir da einen 1 Liter Dreizylinder mit 100 PS und einem Handschaltgetriebe mit 6 Gängen. Diese Variante kommt immer in der Variante Altitude, also in unserer Variante, schon in einer etwas höher gesetzten Variante. Der Verbrenner Avenger kostet mindestens 27.000 Euro. Die vergleichbare Variante Altitude als Elektro-Variante kostet mindestens 42.000 Euro. Wir haben also hier einen Preisunterschied von satten 15.000 Euro. Beim Verbrenner nicht, aber bei der Elektrovariante könnt ihr voraussichtlich bis zum 31.12. diesen Jahres für zum Beispiel sofort verfügbare Fahrzeuge noch den Umweltbonus von inklusive 6.750 Euro Herstelleranteil und staatlicher Anteil abziehen. Was habe ich heute für ein Auto für euch dabei? Erstmal freue ich mich, euch einen neuen Partner vorstellen zu können, nämlich das Autohaus Schautberger Automobile in Potsdam. Die sind da Partner für Ford und für Jeep und die haben mir heute den Avenger zum Testen zur Verfügung gestellt. Dahin auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wir haben hier auch sogar ein Preisschild dabei, was ich immer ganz praktisch finde. So kann ich mich hier besser vorbereiten damit. Ich habe hier einen Avenger in der Variante Altitude dabei. Na, der Motor ist immer gleich. Wir haben die Linie Altitude, also schon etwas, eine etwas höhere Linie. Was drin ist, habt ihr schon gesehen. Diese Altitude wurde aber noch mal ein bisschen optimiert mit ein paar Paketen, dem Infotainment- und Komfortpaket zum Beispiel, dem LED- und Style-Paket, der schönen Außenlackierung, Lake Blue Green Metallic zum Beispiel. Ne? Und wir haben hier die typischen Sitze dabei, die bei der Variante immer dabei sind, in Stoff und in Kunstleder. Das Auto kostet so, wie es hier steht, wenn ihr es neu kaufen wollt, 45.270 Euro. Hier haben wir auf dem Preisschild aber stehen 39.990 Euro, da hat also das Autohaus schon einen kleinen Rabatt runtergerechnet. Finde ich einen guten Deal. So seid ihr fast auf Niveau des Basispreises, aber habt ein deutlich besser ausgestattetes Auto. Da lohnt sich also auf jeden Fall der Vergleich. Und ich habe es jetzt gerade schon weggeworfen. Das ist aber gar nicht so sinnvoll, denn hier unten steht noch was Interessantes. Wir haben ein Leasingangebot hier dabei und viele E-Autos, ich spreche ja nur immer die Barpreise, weil nur die kann ich vergleichen. Ihr könnt ja ganz viele Vergleichsportale nutzen, um die Leasingangebote zu vergleichen. Hier ist nochmal ein Interessantes drauf. Zum Beispiel könnt ihr eine Sonderzahlung von 4.500 Euro ansetzen. Das ist dann nämlich genau eure staatliche Prämie. Und dann habt ihr hier eine Leasingrate von 355,99 Euro für so einen Avenger. Und das finde ich schon relativ sinnvoll. Ja, könnte ein bisschen geringer sein, die Rate, aber das könnt ihr ja gegensteuern, indem ihr dann die Anzahlung so ein bisschen höher setzt. Ne? Und viele E-Fahrzeuge gehen einfach auch mit so einem Leasingangebot raus. Ne? Finde ich daher auch schon durchaus sinnvoll. Ansonsten kann ich euch noch natürlich einen Link geben zum Autohaus Schautberger Automobile. Den findet ihr unten in der Beschreibung. Während ihr seht, wie ich hinten im Jeep Avenger einsteigen kann, kann ich euch sagen, dass der Türausschnitt schon ein bisschen breiter sein könnte. Ich komme da noch gut rein, aber man muss schon ein bisschen gelenkig sein. Hier drin angekommen sitze ich im Fond eines Kleinwagen-SUV und das merke ich hier und da durchaus. Denn ich habe den Beifahrersitz auf meine Körpergröße eingestellt. Ich könnte da vorne mit meinen 1,80 Meter gut sitzen. Habe jetzt hier vor den Knien noch so gut zwischen 5 und 10 cm Platz. Nach oben hin geht es in Ordnung. Da habe ich noch etwa 1,5 Fäuste Platz. Zur Seite hin geht es auch in Ordnung. Ne? Also das ist jetzt nicht so schmal. Also ich sitze hier schon ein bisschen
passend, sage ich mal so. Also ich könnte jetzt nicht groß größer sein, ne? Aber für mich geht es hinten noch in Ordnung. Was mich aber schon ein bisschen stört, sind die Kopfstützen. Denn die sind so, dass die mir komplett in den Nacken reindrücken hier unten, weil die so lang umgesetzt sind, ne? Also das finde ich so ein bisschen schade, ne? Da muss man wahrscheinlich doch ein bisschen kleiner sein. Wenn man so zum Beispiel hier sitzen kann, dann hat man kein Problem. So würde ich wahrscheinlich deswegen auch immer sitzen, ne? Aber man kann sich halt jetzt nicht hier groß richtig anlehnen, weil man dann hier mal die Kopfstütze im Nacken hat. Gut, wir gucken uns die Funktion hinten an. Ich habe hier erstmal oben eine kleine Innenraumbeleuchtung auch mit zwei LED-Spots links und rechts. Einen Angstgriff gibt es nicht, dafür ein Fenster mit einem elektrischen Fensterheber, den ich hier dabei habe. Die Qualität ist erstmal aus Hartkunststoff komplett, genauso wie vorne. Der Türöffner ist dann aber schön silber umgesetzt. Leider habe ich hier hinten auch an den Seiten keine Flaschenhalter. Ich kann hier also keine Flasche unterbringen. Dafür habe ich vor mir eine kleine Kartentasche in den Rückenlehnen der Vordersitze. Dann gibt es hier in der Mitte eine USB-Möglichkeit, ansonsten nehme ich nichts weiter. Die USB-Möglichkeit ist dann aber auch erst optional ab dem Longitude und hier im Altitude dann serienmäßig. Das ist ein USB-C-Anschluss zum Laden von externen Geräten. Gut, eine Mittelarmlehne gibt es ebenfalls nicht, aber drei Kopfstützen, wie eben schon genannt. Ne? Wir haben auch hier diese Kombination aus Stoff und Kunstleder, was ich wirklich schön finde. Die Sitze sind auch einigermaßen weich, ähnlich wie vorne. Dafür gibt es dann aber auch Isofix, was sich hier hinter so kleinen Reißverschlüssen verbirgt. Ne? Die Gurtpeitschen sind leider nicht starr, also da könnte es ein bisschen schwierig werden für Kinder, sich anzuschnallen. Ne? Man kann sie so ein bisschen reindrücken hier, aber trotzdem bleiben sie dadurch nicht so fix, wie sie vielleicht sein sollten. Sonst habe ich hier hinten aber auch nichts groß weiter. Was ich schön finde, der Gurt für den Mittelsitz kommt hier direkt von der Sitzbank. Ob man den aber groß gebrauchen kann, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln im kleinen Avenger. Aber klar, wir haben hier auch ein Auto mit 4 Meter und 9 Außenlänge. Oh Gott, komme ich jetzt hier mit meinen Schuhen überhaupt vorbei? Es geht einigermaßen. So. Es geht gerade so, könnte man sagen. Oder sitze ich hier in der Mitte? Also ich bin jetzt hier schon schwer reingekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sitzt aber gar nicht so schlecht. Irgendwie ja relativ tief, finde ich gerade. Und die Kopfstütze ist fast angenehmer in der Mitte. Aber die Außensitzen hätten jetzt keinen Platz mehr auf den Sitzflächen. Also ich würde sagen, fahrt lieber zu viert im Jeep Avenger. Dann kommt ihr aber komfortabel an, wenn ihr nicht zu groß seid. Kleines Auto, wenige Funktionen, nichts da. Zumindest nicht im Jeep Avenger, denn ich habe serienmäßig ab der Variante Altitude eine elektrische Heckklappe dabei, die auch eine Gestensteuerung besitzt, sobald ihr den Schlüssel in der Hosentasche habt. Ich habe ein Kofferraumvolumen beim Jeep Avenger dabei von 355 Liter mit dem aufgestellten Kofferraumboden. Wenn ich den wegnehme, habe ich 380 Liter oder 1275 Liter, wenn ich die Rückbank umklappe. Leider gibt es für den elektrischen Jeep Avenger keine Anhängerzugvorrichtung, also auch keine eingetragene Anhängerlast. Für die Verbrennervariante des Avenger gibt es eine maximale Anhängerlast von 1,2 Tonnen. So sieht der Kofferraum vom Avenger einmal aus, nochmal aus der detaillierten Perspektive. Ich habe alles schön ausgekleidet mit so ein bisschen Filz hier an den Seiten auch. Das ist immer sehr sinnvoll, dass auch nichts umherklappert. Ne? Ich habe hier oben erstmal eine kleine LED-Beleuchtung, da einen Taschenhaken und auf der rechten Seite habe ich dann nur einen kleinen Taschenhaken. Dafür habe ich hier den doppelten Ladeboden dabei. Ne? Den hat auch nicht jede Variante. Unser Altitude hat den. Den könnt ihr hier einmal aufklappen. Ne? Ihr könnt ihn sogar auch aufstellen hier unten und habt dann hier nochmal so einen kleinen Zwischenboden dabei. Da ist zum Beispiel super Platz fürs Ladekabel, was wir hier dabei haben. Oder auch so eine Kombitasche mit Warndreieck und der Verbandtasche. Da unten habe ich dann auch noch ein bisschen Platz. In der Mitte wäre noch ein bisschen Platz auch. Links und rechts habe ich dann die Sachen für das Tire-Fit-System, also Reifenfüllflasche und Kompressor. Gut, ansonsten kann ich den Ladeboden dann wieder in die hintere Position bringen und ich habe dann die Möglichkeit, die Rückbank umzuklappen im Verhältnis 60 zu 40. Wir messen nochmal gemeinsam den Kofferraum des neuen Jeep Avenger aus. Ich habe hier erstmal eine Breite zwischen den Radkästen von genau 1 Meter. Das passt ganz gut. Ich habe dann eine Länge von, wenn ich die Rückbank aufgestellt habe, von zur schmalsten Stelle etwa 64 cm. Dann steige ich erstmal die Höhe, wenn ihr den doppelten Ladeboden drin habt, der übrigens schon ab dem Longitude übrigens serienmäßig ist. Da habe ich dann hier bis zum Sichtschutz genau 40 cm. Wenn ich den Ladeboden wiederum aufstelle, habe ich dann eine Höhe von
ziemlich genau 49 cm. Ne? Also auch ganz praktisch, da nochmal den Unterschied zu kennen. So, jetzt muss ich hier gerade so ein bisschen umherrangieren. Gut, ich habe jetzt auch nochmal die rechte Seite der Rückbank umgeklappt und den Beifahrersitz ganz nach vorne geschoben. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie viel Platz dann hier hinten ist. Ne? Also ab dem Beifahrersitz habe ich dann bis hier hinten eine Länge von 1,54 Meter Ladelänge. Gut, dann habe ich auch noch eine Ladekante im Jeep Avenger. Schauen wir uns auch nochmal an, beim SUV ja immer relativ hoch und hier haben wir etwa 71 cm Höhe in der Ladekante. Und für die Vollständigkeit gebe ich euch auch nochmal die Höhe der aufgeklappten Heckklappe. Und da bin ich hier bei ziemlich genau 1,99 Meter. Zurück im kleinen Jeep Elektriker. Wir fahren hier gerade in eine Ortschaft herein. Und das bringt mich dazu, dass ich mit euch über die Dynamik und auch den Fahrkomfort reden kann. Und ich habe beim Jeep Avenger erstmal ein fixes Setup. Also ich habe hier keine einstellbaren Dämpfer oder so dabei. Braucht das in der Fahrzeugklasse, aber eigentlich auch nicht. Wir haben beim Jeep erstmal ein typisches weiches Fahrwerk. Das finde ich cool, dass sich das ein bisschen rüber gerettet wurde in die moderne Zeit. Also wir haben hier fast ein Offroad-Fahrwerk, könnte man sagen. Ne? Das führt dazu, dass ich in schlaglochgeplagten Innenstädten, was hier teilweise Offroad auch schon fast gleicht, ein sehr weiches Auto habe und dadurch eine weiche Federung und damit viel Komfort. Das führt aber auch dazu, dass ich auf der Bundesstraße bei schnell gefahrenen Etappen, längeren Wellen in der Straße zum Beispiel, auch mal so ein kleines Wippen dabei habe des Autos. Das fand ich im Test nicht so schlimm, muss ich sagen. Dennoch muss man es wissen, dass ich hier eben eher ein weicheres Auto dabei habe. In der Stadt ist er damit wirklich sehr gut ausgestattet. Ich habe bei dem Auto auch noch verschiedene Fahrmodi dabei. Zum Beispiel habe ich hier Sand, Schnee und Schlamm dabei. Ne? Also ich bin jetzt hier gerade mal in Schnee, da würde er jetzt auch mehr Schlupf zulassen zum Beispiel. Ne? Ich ansonsten genauso auch in Schlamm oder in Sand, ne, wo er auch ein lockerer Untergrund ist. Ne? Das regelt einfach die Fahrdynamikregelung dann hier anders. Das greift nicht auf ein Allradsystem zu, weil wir es einfach ganz simpel nicht haben. Ich bin gespannt, ob dann hier noch eins nachkommt. Jeep hat ja da schon ein bisschen was angekündigt. Ansonsten zum Komfort des Fahrzeugs, zur Dynamik, also ich habe keine großen Seitenneigung, da tut der Akku aus dem Übriges, den wir hier im Unterboden haben, ne, dass der eben einen recht tiefen Schwerpunkt hat, der Wagen. Ich bin trotzdem nicht zu schwer, ich habe ja nur 1,53 Tonnen, wie gesagt. Ne. Die Dämmung im Auto, gerade jetzt bei dem Regen hier, Bundesstraßenfahrt oder wie hier Landstraße, könnte ein bisschen besser sein. Daran merkt man vielleicht auch, dass ich hier ein Stadtauto dabei habe. Ne? Also gerade bei Autobahngeschwindigkeiten hört man schon Fahrgeräusche, ne, drumherum. In der Stadt völlig in Ordnung natürlich. Ne? Also daran muss man sich sicherlich gewöhnen, aber es geht für den Einsatzzweck des Autos in Ordnung. Ich habe beim Jeep Avenger rundherum Scheibenbremsen, also auch hinten. Die Verzögerung finde ich super und was ich auch super finde, ist dass die Dosierbarkeit des Bremspedals. Auch so ein Thema nämlich bei Elektrofahrzeugen, die ja entweder mit der Rekuperation, also der Energierückgewinnung mit dem Elektromotor nutzen können, der dann eben seine Wirkung umkehrt, der dann wie ein Fahrraddynamo agiert, einesteils damit bremsen können, aber auch mit der normalen mechanischen Bremse. Und da finde ich gut, dass Jeep da eine Dosierbarkeit gefunden hat, wo ich keinen großen Unterschied merke, ob ich jetzt gerade mit der Rekuperation oder mit der normalen Bremse bremse. Ja, ansonsten Offroad-Fähigkeit im Jeep Avenger ist natürlich ein bisschen begrenzt, da ich kein Allrad habe. Ich habe immerhin aber eine Bodenfreiheit von 20 cm und vorne und hinten kurze Überhänge. Hinten habe ich zum Beispiel einen Böschungswinkel von 32 Grad. Das ist damit schon ganz gut, auch durch den langen Radstand. Ne? Gut, der ist dann teilweise nicht so gut für Offroad-Fahrten, aber wir haben auch ein kurzes Auto dabei. Dementsprechend könnt ihr da sogar ein bisschen was, ne? Aber wie gesagt, wir haben halt noch keinen Allradantrieb dabei. Ich bin in der nächsten Ortschaft angekommen und das führt mich jetzt zur Lenkung beim Jeep Avenger. Und ich merke schon, wenn ich das hier mache, ist die schon sehr, sehr leichtgängig, die Lenkung. Ne? Also auch das ist auf jeden Fall für den Stadtverkehr ausgelegt hier bei dem Auto, muss ich sagen. Ne? Da ist sie ein bisschen indifferent, ein bisschen weich, aber für den Einsatzzweck vollkommen in Ordnung. Ne? Was ich schön finde, ein kleines Lenkrad haben wir auf jeden Fall. Ne? Ist also sehr griffig. Ne? Und ich habe auch einen kleinen Wendekreis von
10,5 Meter. Und damit habe ich halt einfach in der Stadt Vorteile. Wenn ich in einem engen Parkhaus bin zum Beispiel, ne, kann ich da ja, flink wenden, flink einparken. Ne. Da ist er, fühlt er sich einfach wie zu Hause. Wir kommen zum Thema der Sicherheit im kleinen Jeep Avenger. Ich kann euch noch keine eure NCAP Crash Test Sternebewertung geben, weil es die noch nicht gibt. Ich kann euch aber sagen, dass das Auto 6 Airbags hat. Es hat aber kurioserweise keinen Center Airbag, aber auch keinen Knie Airbag für den Fahrer. Also wir haben hier nur normalen 6 Airbags. Dafür gibt es einige Fahrassistenzsysteme auch schon serienmäßig. Zum Beispiel ein Notbremsassistent, der in meinem Test aber keine Fehlmeldung gegeben hat. Daher erachte ich die Funktion mal als gut. Wir haben darüber hinaus auch einen Spurhalteassistenten, den kann ich jetzt mal testen. Die Straße ist gerade ein bisschen leer. Ich fahre über die Spuren oder drohe darüber zu fahren und der Wagen lenkt mich leicht zurück. Er hält mich aber nicht in der Mitte der Fahrspur, er würde dann nur zwischen den Spuren pendeln. Funktioniert trotzdem gut. Wir haben darüber hinaus auch eine Müdigkeitserkennung, die dann anhand meiner Fahrmuster erkennt, also wenn ich Schlangenlinien fahre zum Beispiel, dass ich doch mal eine Pause brauchen könnte. Außerdem habe ich eine Verkehrstechnikerkennung, können wir hier gleich mal testen. Hier hat er gerade eben die 120 erkannt, hier muss ich jetzt 100 fahren und die hat er jetzt wunderbarerweise erkannt. Hat er in meinem Test auch wirklich gut erkannt, dementsprechend würde ich die Funktion da auch schon mal als gut erachten. Die Verkehrszeichen hat er dazu, sage ich mal, 95% richtig erkannt. Der Notbremsassistent erkennt übrigens auch Fußgänger und Radfahrer. Wir kommen zu den Optionen, die ihr beim Jeep Avenger wählen könnt. Ihr habt zum Beispiel in einem Paket für den Longitude oder serienmäßig dann für meine Variante den Altitude das System ACC. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das ist eine wichtige Sache, finde ich. Das komplettiert den Tempomaten, also die Geschwindigkeitsregelanlage, um einen Abstandsassistenten. Wir haben also hier dann das System ACC erstmal. Wir können sagen Z minus und der Wagen fährt jetzt hier die, sage ich mal, 100 km/h, die ich ihm einschalte. Das Schöne ist jetzt, er erkennt auch, ob er jemanden vor sich hat, ne, und würde den Abstand halten. Den Abstand kann ich hier mit dem kleinen Tastendruck einstellen, von ganz weit über etwas näher zu ganz nah, also in 3 Stufen. Und ja, damit fährt sich sehr, sehr entspannt, finde ich, ne, weil ACC ist einfach eine Funktion, die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der Jeep Avenger geht noch einen kleinen Schritt weiter bei dem System ACC. Er kann jetzt nicht nur die eingestellte Geschwindigkeit fahren, die ich ihm sage, sondern er übersetzt auch das, was er über die Verkehrszeichenerkennung sieht, in die Regelung. Und das finde ich sehr cool. Da vorne wird die Ampel jetzt gleich mal rot. Trotzdem werde ich ihm jetzt gleich nochmal hier die 70 erkennen lassen und bremse direkt mal hier. Genau, jetzt hat er die 70 nämlich direkt erkannt. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das auch übernommen werden kann. So, wir starten wieder von der Ampel weg. Ich sage dem ACC wieder mal, es könnte jetzt eigentlich 100 fahren, aber hier vorne sind jetzt die 50er Schilder. Ich fahre jetzt in dieses 100 erstmal rein und sage ihm jetzt einmal okay und übernimmt jetzt das in okay. Jetzt bremst er natürlich kräftig ab, weil er die 50 eben erkannt hat, ne, und geht jetzt eben auf die 50 herunter. Ne. Das ist erstmal ein cooles System, ne, dass ich das hier übernehmen kann. Schade ist daran aber, dass es so ist, dass ich hier nochmal separat die Tasten bedienen muss. Ne. Also ich habe jetzt nicht so, dass es automatisch übernimmt, sondern er fragt mich, steht ein kleines OK da, ich drücke zweimal OK und dann übernimmt er auch die 50 km/h. Zum Leidwesen der hinter mir Fahrenden gerade, weil hier meistens doch ein bisschen gerast wird. Genau, finde ich so aber eine sinnvolle Sache und würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass mein Avenger das hat. Genau, ich lasse es euch nochmal zeigen hier. Ich ärgere mal noch ein bisschen weiter. Habe jetzt hier die 60 vor mir stehen einmal. Ne? Der Golfjet ist direkt vor mir einmal ein und mein Wagen erkennt jetzt die 60. Ich drücke OK und schon haben wir wieder die 60 km/h drin und er fährt jetzt hier die 60, die jetzt hier auch sind. Das gleiche Spiel beim 100er Schild. Wir haben einmal die 100 jetzt hier stehen, ich drücke OK und wir haben die 100 übernommen. Also geht schnell und erkennt auch wirklich gut, finde ich. Ne? Ist ein sinnvolles System, wie gesagt, würde ich bestellen.
Wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, dann müsstet ihr die Variante Altitude nehmen und ein Optionspaket oder gleich den Summit. Dann könnt ihr auch den Highway Driving Assist bekommen. Der komplettiert dann nochmal das System ACC, also mit der Geschwindigkeit und dem Abstand, um die Spurhaltung. Dann haben wir auch einen zentrierten Spurhalter, den könnten wir über Assist dann einstellen. Ich kann hier über Assist nur Geschwindigkeitsregler oder Aus einstellen, also ich habe das System hier bei dem Auto nicht dabei. Genauso wie ich auch das nicht dabei habe, dass ich hier einen Totwinkelwarner bekomme, der wäre dann auch im Paket mit dabei. Mit einem Ausparkassistenten hat mein Testwagen aber auch nicht dabei. Ein wichtiges Thema ist für mich auf jeden Fall immer das Licht. Wir haben im Jeep Avenger serienmäßig LED-Scheinwerfer, was ich sehr begrüße. Wir haben da aber sogenannte Eco-LED-Scheinwerfer, also mit Reflektortechnik. Wenn ihr dann entweder ein Optionspaket beim Altitude, also bei meiner Variante, oder auch den Summit wählt, dann habt ihr wiederum die Smart Beam Scheinwerfer von Jeep dabei. Die haben dann eines Teils einen statischen Fernlichtassistenten und eine Linsenoptik im Scheinwerfer, also ein schöneres Leuchtenbild könnte man sagen. Es gibt aber keine Matrixfunktion, also ein partielles Abblenden gibt es nicht. Wie mit jedem Elektroauto treffen wir uns auch mit dem Jeep Avenger nochmal an der Ladesäule. Ich bin hier gerade bei Fastnet und ihr seht mich jetzt vielleicht nur bedingt, weil ich gerade auch mal hier ein bisschen was laden muss in den Akku des Jeep Avenger. Währenddessen kann ich euch ein bisschen was berichten, während ich hier den CCS-Stecker in den Ladeanschluss stecke, der sich hier hinten links befindet bei dem Fahrzeug. Da haben wir einmal die Nummer 1 natürlich hier und schon wird der Akku geladen. Ich bin jetzt gerade bei 30% Akku. Wir haben hier ja beim Jeep Avenger einen Akku von brutto 54 Kilowattstunden und netto 51 Kilowattstunden. Wir können ihn natürlich auch zu Hause mit unserer 230 Volt Steckdose laden, wären dann von 0 auf 100% aber ganze 27 Stunden beschäftigt. Ist ein bisschen schneller als die sonstigen Angaben, weil wir hier einen kleineren Akku dabei haben. Natürlich macht es sehr viel Sinn, sich eine Wallbox zu installieren zu Hause, also eine Typ 2 Lademöglichkeit. Dann werdet ihr mit 11 kW, das sogar dreiphasig, dann auch bei einer Ladeleistung oder einer Ladezeit von 0 auf 100% von 5,5 Stunden. Noch schneller natürlich geht es mit dem Schnellladen, wie an so einer Ladesäule hier. Die kann, glaube ich, knapp 300 kW. Das kann der Jeep Avenger leider nicht. Damit wäre er auch sehr, sehr flink fertig. Wir sind hier bei maximal 100 kW Schnelllademöglichkeit. Und da gibt Jeep eine Zeit von 20% auf 80% von nur 24 Minuten an. Bei diesem Ladevorgang erfüllte der Jeep Avenger leider nicht ganz die Erwartungen. In meinem Test benötigte er an dieser Säule von 30% bis 80% etwas über 33 Minuten. Die Außentemperatur betrug etwa 12 Grad und das Auto ist davor etwa 30 Kilometer bewegt worden. Ich habe beim Jeep Avenger natürlich auch eine Garantie auf alles, was den Akku betrifft, von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt. Und auch eine App gibt es für den Jeep Avenger, die heißt da ganz simpel Jeep. Die konnte ich aber nicht testen, weil da muss man eine Bestätigungs-E-Mail oder eine Bestätigungs-SMS beim Fahrzeugkauf von seinem Jeep-Händler bekommen. Daher blende ich euch an dieser Stelle nur ein paar Screenshots von dem Demo-Modus der App ein, dann auch mit einem Jeep-Kompass. Wir kommen noch kurz zu den verfügbaren Ladekabeln beim Jeep Avenger, aber das fällt hier auch sehr, sehr kurz aus, denn ich habe hier unter dem aufstellbaren Ladeboden nur das Typ 2 Ladekabel hier in sehr auffälligem Rot dabei. Etwas anderes wäre natürlich noch optional, da gibt es noch verschiedene Ladesysteme, auch zum Beispiel ein Notladekabel für eure 230 Volt Steckdose. Der neue Jeep Avenger ist meilenweit entfernt von der Grundidee eines echten Jeep, doch damit zu einem interessanten Auto für jedermann geworden, gerade auch die Elektrovariante. Der Antrieb ist super spritzig und dynamisch, die Assistenten sind voll auf der Höhe der Zeiten, auch das Infotainment lässt sich gut bedienen, auch dank Stellantis Baukasten. Mit dem etwas weichen Fahrwerk und der leichtgängigen Lenkung wird er kein Dynamiker werden, aber er ist besonders gut in engen Parkhäusern oder auch in schlaglochgeplagten Innenstädten aufgehoben.
Da kann auch die robuste Beplankung durchaus hilfreich sein. Schade, dass beim Interieur oder auch beim Sitzkomfort ein paar Abstriche gemacht werden müssen. Auch hinten ist wirklich arg wenig Platz, aber klar, wir haben hier einen Kleinwagen-SUV mit nicht mal 4,10 Meter Außenlänge. Der Preis für einen gut ausgestatteten Jeep Avenger ist zwar kein Sonderangebot, passt aber gerade bei der Konkurrenz irgendwie ins Bild. Auto des Jahres 2023 ist er schon, der Avenger. Ich denke, auch sonst könnte er ein echter Erfolg für die Marke Jeep werden. Sehr interessant finde ich aber, wie sehen es echte Jeep-Fans? Wie seht ihr so ein Auto, die vielleicht mit dem Wrangler unterwegs sind oder mit dem Grand Cherokee? Wie seht ihr diesen kleinen Avenger? Da würde ich mich sehr über eure Meinung freuen. Sehr freue ich mich aber auch darüber, wenn ihr mir sagt, wie ihr mein Video fandet und wie ihr das Auto fandet. Könntet ihr euch so einen kleinen Avenger kaufen vielleicht? Habt ihr auch andere Autos im Sinn? Welche wären Alternative zum Avenger? Sagt mir das gerne. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Sehr gespannt bin ich auch auf euer Feedback zu meinem Video. Was war gut? Was war schlecht? Was kann ich vielleicht das nächste Mal besser machen? Schreibt mir das auf jeden Fall hier unten in die Kommentare. Für konstruktive Kritik bin ich auf jeden Fall offen und versuche auch auf jedes Kommentar zu antworten, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Wenn euch mal wieder gefallen hat, dann freue ich mich auch auf jeden Fall sehr über euren Like, über das Teilen des Videos mit euren Freunden und Bekannten und das weiterhin kostenfreie Abonnieren meines Kanals. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Testwagen hier bei 4 Räder. Bis dahin.